Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Rund ums Drehen. Heute sind wir auf der Schwäbischen Alb bei der Firma Concella und neben mir steht der Herr Uwe Gutsche. Uwe, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen und mir was zu der Historie von der Firma Concella erzählen. Ja, hallo, grüß Gott miteinander. Ich bin der Uwe Gutsche, ich bin der Geschäftsführer von der Firma Concella. Die Firma Concella wurde 1926 vom Karl-Georg Kunzelmann gegründet und hat sich in der Anfangsphase mit Reparaturen und auch ein bisschen mit der Herstellung von Textilmaschinen beschäftigt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Firma Concella dann begonnen, das heutige Produktprogramm, die mitlaufende und feststehende Zentrierspitze zu entwickeln und zu bauen. Wir waren einer der ersten Hersteller in Deutschland, die diese Werkzeuge auf dem Markt angeboten haben. Wenn man eure Maschine anguckt, wenn man eure Produkte anguckt, das sind ja alles Produkte, da geht es wirklich um Genauigkeit. Ja, also es ist so, das ist auch unsere Devise. Wir fertigen zu 100% hier am Standort in Albstadt auf sehr präzise Maschinen, vorwiegend aus der Schweiz in der Schleiferei. Und unser Produkt ist wirklich sehr, sehr hochgenau und das möchte man auch so beibehalten und da werden wir auch keine Kompromisse machen. Und das ist auch das, was uns dann vom internationalen Wettbewerb, möchte ich mal so sagen, abgrenzt. Okay, also das sieht man schon auch. Ja. Ihr seht da, was es angeht, haben wir ja hier auch einen Neubau sehr. Da habt ihr jetzt eure Schleiferei drin. Wie sieht es denn da aus? Ihr habt eine sehr hohe Fertigungstiefe, macht alle Produkte bei euch komplett selber oder habt ihr auch Schritte, die ihr außerhalb habt? Also bis auf die Wärmebehandlung machen wir alles im Haus hier. Mhm. Okay, also Dann seid ihr sicher, dass das Know-how hier bleibt. Genau. Da würde es mich natürlich auch noch interessieren, was die Frau Gromer nachher zu den anderen Aspekten des Unternehmens sagt. Deshalb würde ich mich an der Stelle ganz gerne von dir verabschieden, bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und würde mit der Frau Gromer eben das Interview weiter fortführen. Vielen Dank für die Möglichkeit, uns zu präsentieren und ja, Dankeschön. Jetzt haben wir natürlich unseren zweiten Interviewpartner, die Melanie Gromer hier stehe. Melanie, möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und deine Aufgabe hier im Unternehmen uns kurz erklären? Ja klar, also ja, mein Name ist Melanie Gromer. Ich bin jetzt im 8. Jahr hier im Unternehmen und seit September 2022 in der Geschäftsführung. Mhm. Bin so hauptsächlich für den allgemeinen Part in der Verwaltung zuständig. Ich steuere die Produktion hier und ja, der größte Teil der Mitarbeitergespräche und die ganzen Themen, die da anfallen, sind auch mein Bereich. Wie man ja hier sieht, macht ihr ja feste und mitlaufende Zentrierspitze, wo ja eigentlich jeder Dreher denkt, ist ein einfaches Produkt. Deshalb wirst du uns ja nachher noch entführen in die Fertigung. Aber ganz kurz noch eine Frage am Rande. Für welche Branche sind denn eigentlich die Spitze geeignet? Wir beliefern wahrscheinlich nahezu alle Branchen in der zerspannenden Fertigung. Mhm. Begonnen bei Automobil, über Medizintechnik bis hin zur Luftfahrt. Mhm. Damals setzt die Spitze zum Dreher ein, aber auch zum Schleifen. Also alles, was sich dreht, kann unsere Spitze einsetzen. Perfekt, dann freue ich mich drauf, die Fertigung mit dir gemeinsam jetzt durchschreiten zu dürfen und uns anzuschauen, wie ihr das Ganze fertigt. Klar, gerne. Melanie, du hast uns ja, wie vorhin angekündigt, durch die Fertigung jetzt angefangen zu begleiten. Wo sind wir jetzt gerade hier und was passiert hier? Also hier wird der Stabstahl angeliefert. Der lagern wir erst kurz hier und dann wird der auftragsbezogen gesägt. Mhm. Also entweder in Meterstücke für unsere ZTX und die Stangenlader oder in kleinere Abschnitte, je nach Werkstück, das wir fertigen möchten. Gibt es da gewisse Werkstoffarten, die ihr verarbeitet? Ja, also hauptsächlich verarbeiten wir Werkzeugstahl und Einsatzstahl. Melanie, jetzt hast du ja vorhin angesprochen, Meterware für die CTX. Wir stehen vor der CTX. Mhm. Welcher Prozessschritt passiert hier und wie geht es danach weiter? Also hier laufen hauptsächlich unsere größeren Serien bis zum Stahldurchmesser von 75 mm. Mhm. Da haben wir den Stangenlader hinten, der befüllt die Maschine automatisch. Das ist ein Drehfräszentrum, sprich die Teile, die hier von der Maschine runterkommen, die sind fertig für die Wärmebehandlung. Okay. Du sprichst gerade an Drehfräse, haben wir natürlich auch eine Abteilung, wo man reinfräset? Haben wir auch, richtig. Für die Einzelteile, die einfach jetzt hier nicht auf der Maschine laufen, weil man zu oft umstellen müsste, da wird hier nur gedreht und die Teile oder die Bereiche, die gefräst werden müssen oder gebohrt, die passieren dann in der Fräserei. Du hast vorhin angesprochen, Fräser. Jetzt stehen wir vor einer Fräsmaschine. Mhm. Kannst du mir dazu was erzählen? Klar, also das ist eine Fünffach-Fräsmaschine. Hier machen wir natürlich eher komplexere Bearbeitungen. Unsere Werkzeuge haben eher nur Schlüsselfläche oder Bohrungen, die man hier vornimmt. Wir machen aber auch teils sehr genaue Teile für den Spezialmaschinenbau und da brauchen wir natürlich so Maschinen. Das haben wir gesehen. Wareneingang, also Säge, das Drehen, das Fräsen. Du hast vorhin kurz um die Wärmebehandlung angesprochen. Ist das dann so der normale Ablauf für die Produkte oder gibt es einen weiteren Schritt?
klar, also wenn die Teile entweder dreht oder gedreht und gefräst sind, dann gehen sie erstmal außer Haus zur Wärmebehandlung. Also hier haben wir beispielsweise ein Gehäuse mit Gewinde. Da sieht man auch der Schlauch, den stülpt die Harterei dann drüber, damit das Gewinde heil bleibt. Mhm. Und so, wie gesagt, lagert das hier, bis der Kollege das abholt. Bearbeitet ihr nur außer? Nein, unsere Werkstücke sind prinzipiell alle Komplettschliffe, also außen und auch innen. Mhm. Das heißt, hier, diese Fläche, wären alle auch geschliffen. Wir haben kombinierte Außen-Innen-Rundschleifmaschine, aber das sehen wir gleich in der Schleiferei. So, jetzt sind wir ein Stück weiter gewandert in unserer Reise. Wo sind wir jetzt gerade hier? Wir standen hier vor unserer Kellerberger 1000. Mhm. Das ist eine kombinierte Außen- und Innenrundschleifmaschine, wie vorher schon erwähnt. Die hat 4 Werkzeugstationen. 2 zum Außenrundschleifen, 2 zum Innenrundschleifen. So können wir hier ein Werkstück in einer Ausspannung Außen- und Innenrundschleifen. Mhm. Damit können wir quasi die maximale Genauigkeit herstellen, weil man das Werkstück eben nur einmal aufspannt. Ja. Gibt es jetzt noch weitere Prozessschritte? Ja klar, also wenn jetzt unsere einzelnen Bauteile alle komplett geschliffen sind, dann kommen die in die Montage. Mhm. Da lagert sie so lange, bis sie eben von unserem Monteur dann zum fertigen Werkzeug zusammengebaut werden. Jetzt haben wir natürlich kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt noch in die Montage kommen. Da sind wir wahrscheinlich. Richtig. Was sehen wir denn jetzt hier alles? Hier werden jetzt die einzelnen Bauteile unserer mitlaufenden Drehbandspitze von unserem Monteur mit den ganzen Wälzlager-Dichtringen, was alles noch dazukommt, zusammengefügt zum fertigen Werkzeug. Das heißt, wir sehen aber auch im Hintergrund auch die einzelnen Komponenten. Richtig, ja. Hier sehen wir natürlich den Bereich, wie wir die Montage haben. Gibt es auch hier Reparaturbereiche oder repariert ihr eure Produkte eigentlich auch? Ja, natürlich, klar. Also wir oder unsere Kunden schicken uns die, die Werkzeuge, die nicht mehr funktionieren. Das kann sein, weil sie einen Crash gefahren haben und die Spitze einfach defekt ist oder weil es dann nicht mehr gut rund läuft. Eher nach vielen Jahren ist das der Fall. Mhm. Dann kommen die Werkzeuge hierher, wir gucken uns die an, machen dann einen Kostenvoranschlag, aber in aller Regel können wir die dann auch nach vielen Jahren noch reparieren. Jetzt haben wir ja vorhin mit dem Rundgang mit der Melanie gesehen, wie viele Einzelteile ihr macht. Jetzt würde ich gerne noch von dir erklärt bekommen, Uwe, wie das Ganze zusammengehört. Ja, also hier sehen wir eigentlich das fertige Produkt. Das ist ein Werkzeug aus unserer Baureihe 805. Das sind die Werkzeuge, die wir speziell für CNC-Maschinen entwickelt haben. Die zeichnen sich aus durch extrem hohe Rundlaufgenauigkeit und die Fähigkeit, auch extrem hohe Drehzahlen zu fahren. So sieht das Werkzeug im zusammengebauten Zustand aus. Das ist also, wie man sieht, komplett geschliffen. Wir haben vorne einen Edelstahldeckel drauf. Wir haben hier zusätzlich nur Abdrückmutter, um das Werkzeug bei Maschinen, die keine durchgebohrte Pinole haben, auch problemlos wieder aus der Pinole austreiben zu können. Und hier sehen wir, wie sowas in Einzelteilen aussieht. Das ist also jetzt ein Werkzeug, das hat eine sehr aufwendige Lagerung. Wir haben also hier Hochgenauigkeitsspindellager und diese Hochgenauigkeitsspindellager werden hier in einer bestimmten Anordnung mit einer Vorspannung auf diese Achse montiert. Wir haben dann hinten noch ein zusätzliches K-Lager in der Achse, das das Werkzeug nochmal zusätzlich stabilisiert. Das heißt, durch den langen Lagerabstand hat das Werkzeug extreme Laufruhe, selbst bei extrem hohen Drehzahlen. Das heißt also, das Ganze wird in der Montage in einer bestimmten Reihenfolge dann montiert, mit einer definierten Vorspannung dann ins Werkzeug eingebaut, wird dann, wie die Melanie auch schon erklärt hat, dann abschließend im montierten Zustand dann an der Spitze überschliffen. Wir erreichen mit diesem Werkzeugtyp Rundlaufgenauigkeit von unter einem Mü. Mhm. Damit die Werkzeuge dann auch für den extremen Einsatz, Kühlschmierstoff, Verschmutzung und so weiter geschützt sind, ist ein spezielles Dichtungssystem, das wir hier in den Deckel einbauen. Und somit ist es also auch gewährleistet, dass das Werkzeug auch über die gesamte Lebensdauer, die Werkzeuge sind Lebensdauer geschmiert, das heißt, man muss an dem Werkzeug während der Einsatzdauer nicht irgendwie nachfetten oder nachölen oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass wir eben vorne sehr dicht sind, das ist alles auch drahtfrei geschliffen, dringen auch keine Verschmutzungen ins Werkzeug ein. Mhm. Du hast es vorher angesprochen, unter einem Mü. Das heißt, ihr müsst ja irgendwo auch gegenmessen. Gibt es da für den Kunde zum Beispiel ein Messprotokoll oder ein Messzertifikat oder wie macht ihr das? Also es gibt bei uns eine Werksnorm und diese Werksnorm, die sagt eben, diese Werkzeuge müssen im Standard Rundlaufgenauigkeit von unter 3 μ aufweisen
Und wenn wir dann diese Genauigkeit, die dann unter 1 Mühe, die müssen wir dann speziell dann vermessen. Das heißt aber für unsere Mitarbeiter, alles, was 3 Mühe und besser ist, entspricht der Werksnorm. Das heißt, nur dann kommen die Werkzeuge überhaupt in Verkauf. Also wir brauchen jetzt hier kein spezielles Messprotokoll dazulegen, weil das sind einfach die Qualitätskriterien, die die Werkzeuge erfüllen müssen, und das kommunizieren wir also in unserer Verkaufsunterlage. In diesem Fall würde ich sagen, ein tolles Produkt habt ihr hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass wir heute hier sein durften, das ganze Produkt euch zeigen durften, auch nochmal die Erklärung dazu bekommen habe. Und wenn euch Zuschauer das Thema mitlaufende oder feste Spitze interessiert, verlinken wir unten in der Infobox nochmal für euch die Website von der Firma Consella und könnt euch da mal informieren. Oder wenn ihr Hersteller oder Verkäufer seid von so einem Produkt, glaube Kontaktaufnahme dürft ihr gerne machen über die Webseite. Ja. Und in diesem Sinne, vergesst nicht, das Video zu abonnieren, zu liken und zu teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.